Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Create Life 3. Und es geht weiter in der Base mit dem nächsten Projekt. Ich habe während oder zwischen den letzten Folgen hier ein kleines bisschen weitergemacht, ausgebaut und Progress gemacht. Wie ihr sehen könnt, die Base ist jetzt hier eigentlich rundherum fertig dekoriert. Der Boden ist fertig, die Wand ist fertig, die Decke ist fertig. Und nicht nur das, wenn man so ein kleines bisschen nach hier hinten geht, ja, dann seht ihr, also passt wirklich überall jetzt alles. Rechts und links, die Wände, die Säulen, volles Programm. Ich habe sogar bei der Dampfmaschine, beim Motor und ein kleines bisschen mit Kupferblöcken gearbeitet, was vielleicht gut zu den Rohren dahinter passt. Kann ich auch nochmal zeigen. Ja, der Motor stand hier, Boden weitergemacht, auch hier mal Glas drüber gemacht, wo die Kohle entlang fährt und so weiter und so fort. Hier fehlt noch ein bisschen. Ich habe leider nicht genug Kalzit für alles gehabt und auch nicht genug von diesen dunklen Blöcken für die kompletten Wände. Aber ich bin nochmal nach hinten gegangen, habe sämtliches hier abgerissen, ja, sodass ich Platz habe für neue Maschinen. Die Sache ist die, es gab ein Update vom Modpack, Leute. Ja, das ist manchmal zwei Tage, kurz oder kurz Pause, zwei Tage Streampause und Modpack abgeht. Also es gibt eine neue Modifikation. Der Zauberstab, der so toll war, der ist weg. Der war zu OP. Wurde wieder entfernt und wir haben jetzt hier ein Building Gadget und Exchanging Gadget drin. Die Rezepte sind recht teuer, würde ich gerade mal sagen, aber das sollte Ersatz sein für das Bauen und Replacen von Blöcken an der Wand. Das heißt, die werden wir eventuell uns auch nochmal machen gleich und gucken, wie weit wir damit kommen. Hier kommen ein paar Dinge zum Einsatz. Akkumulator und Stuff und Energie und so, das habe ich bisher alles noch nicht gemacht. Und das Teil hier hat unter anderem auch einen, ja, einen Energiebalken, den wir irgendwie aufladen müssen. Wie das funktioniert, das müssen wir nochmal schauen. Jedenfalls das ist die Alternative. Und es gibt noch einen Nature-Kompass, womit man Biome finden kann. So, das hat sich geändert. Und ja, ich dachte, jetzt zeige ich so einen letzten Progress noch. Also zwischen den Schritten habe ich erstmal alles ausgehöhlt, was auszuhöhlen ist, damit wir nicht unbedingt mit dem Bohrer rumrennen müssen. Und für den Boden und so müssen wir dann halt wahrscheinlich das neue Tool usen, um das hier alles richtig hinzukriegen, würde ich sagen. Können wir mal gucken. Joa. So sieht's aus. Ich denke, ich habe alles weiterhin ausgehöhlt. Ach nee, ah, Leute, dadurch, dass das Modpack updated wurde, sind sämtliche Einstellungen durcheinander und auch in den Configs ist jetzt von Light Level Overlay die Einstellung wieder zurückgesetzt worden. No! Da muss ich wieder in, ah, nee, da muss ich auch wieder in die Configs rein. Okay, da schauen wir mal, damit ich das wieder hinkriege. Ja, ansonsten sehe ich zu, dass ich neue Kupferblöcke kriege, damit ich das hier gut dekorierend hinkriege, hätte ich gesagt, aber da muss ich nochmal zusehen. Wir wollten baldigst auch die Schildkrötenfarm machen für Erze. Und da würde ich im Singleplayer nochmal kurz testen, so einen kleinen Prototyp bauen, wie das am besten geht, das weiß ich nämlich auch noch nicht. Das wäre der Plan und so viel erstmal zur Folgeneinleitung. Dann werde ich mal kurz schauen, wo wir hingehen. Ich muss mal kurz ein bisschen sammeln, mich im Chat besprechen und dann geht die Folge so richtig los und wir gucken mal, was wir als nächstes in Angriff nehmen. Let's go. So, Leute. Und damit sind wir fleißig am Pressen bei unserer kleinen Geschichte hier. Da ist ja schon fertig. Ich habe mir so ein Stack Eisenplatten gemacht. Und ich habe ein kleines bisschen rumprobiert im Singleplayer. Wir können in eine Schildkrötenfarm machen. Dazu brauchen wir solche Iron Rods. Die sehen aus wie End Rods von Quark. Nochmal eine End Rod und hier Dings oben drauf. Und übrigens, ich glaube, ich muss hier nochmal neue End Rods von der City Home oder sowas holen. Ne? Und die nutzt man dann, um von oben auf eine Schildkröte zu pieksen. Ja, und dann droppt die Sachen. Und das kann dann eingesammelt werden mit einer Chute. Um eine Schildkröte zu holen, reicht es, die einmal zu füttern. Dann sind die gepaart. Ja, da müssen wir mal gucken. Und wir brauchen Pistons auf jeden Fall, die diese Iron Rods von oben in die Schildkröten drücken. Dann fällt das runter. Da brauchen wir eine Fütterstation, so ein Feeder. Ja. Ich kann wieder kein F hier ein. Dann mache ich eben hier nur Eater. Ich kann schon wieder kein F hier eintippen, ist furchtbar. Nee, warte. Hummingbird Feeder. Nee. Trow vielleicht eventuell. Da haben wir das doch. So ein Feeding Trow auf ein Quark. Und dann kann die Schildkröte daraus halt die Glowberries mampfen. Das ist natürlich aber nur der zweite. Wir brauchen noch eine Glowberry Farm. Die kommt ebenfalls da noch drauf. Ich glaube, das ist ein bisschen größeres Projekt. Und vielleicht sitzt hier die in einer Folge dran. Und ich probiere das einfach mal so auf meine Art und Weise, wie weit wir da kommen, würde ich sagen. Ja, wir brauchen ziemlich viel von dem Andesite-Zeug. Dies und dies. So wie das und das. Das kann alles raus und darf auch nochmal durchmixen. Und das restliche Zeug, das kommt jetzt hier rein. Wenn wir nämlich Chutes machen wollen, dann kosten die ein bisschen was. Und das ist jedenfalls die Fläche, wo die Schildkröten drauf stehen werden. Und dann brauche ich aber immer noch irgendwo eine Location, vielleicht sogar hier oben, wo ich die Schildkröten mir züchten kann und herführen kann. Weil soweit ich das noch im Kopf habe, Leute, wenn wir jetzt hier hinten rausgehen, nach oben, da habe ich eine kleine Fläche parat. Nämlich da, wo ich schon mal mit dem Bohrer ein bisschen lang gefahren bin und Eisen gefarmt habe, ja. Und wenn wir da mal hier, hallo, hier durchgehen. Und wenn ich hier die Fackeln wegmache, dann sollten hier, oh, jetzt geht's mal ab. Ich bin auch jetzt gut gerüstet, ne? Deswegen kein Problem. Ich kann die Fackeln hier wegmachen. Und
die Skunk-Powder soll ich mal mitnehmen, da sage ich auch nicht nein. Dann sollten hier auch schon Turtles spawnen. Und die Turtle, die könnte ich ja dann mit den Glowberries füttern und direkt mal rüberbringen. Ja, so viel dazu jedenfalls. Und das wäre erstmal so die nächste Aufgabe. Erstmal Turtles zu mir reinzubringen, zu füttern, dass sie halt mir gehören. Jeweils eine Glowberry kriegen die Teile dann und gut ist. So, dann habe ich jetzt die Aufgabe, mich ein bisschen hier durchzuprügeln. Darauf zu hoffen, dass die Schildkröten hier spawnen. Und wenn die Hütte dann brennt, irgendwann wieder hin die neue Fackeln setzen, wieder ausleuchten. Ich bin überlegen, ich weiß nicht, so 4 Schildkröten, vielleicht reichen die schon. Ich überlege mir was. Das kann ja dann Tag und Nacht wieder laufen. Und dann sollte da hoffentlich gut an Ressourcen zusammenkommen. Sodass wir da eine XP-Farm mit raus, so viel. Das ist jetzt ein Großprojekt, so ein kleines bisschen. Also hier haben wir viel zu tun. Ich mache mich mal ran. Mal gucken, ob wir eine Schildkröte kriegen. So, meine Damen und Herren, ich bin fündig geworden in einer Cave. So, ich habe jetzt die mal gefüttert. Ich mach mal hier alles an irgendwelchen Mobs weg von der Seite. Ja, also die braucht jetzt nicht weiter. Um die da hochzukriegen, das dauert ja Ewigkeiten. Also ich richte mich mal auf eine etwas längere Tour ein. Die laufen ja wirklich im Schneckentempo. Also da ist ja alles Mögliche schneller. So Leute, ich habe die Turtles alle hochgeschoben und bin gerade dabei, hier ein Design zu überlegen. Ganz perfekt kann ich hier lauter 5x5 Klötze drin machen, wo ich dann hier so kleine 3x3 Dinger mache. Das ist mit genug Abstand nach hier vorne. Wo wir die Turtles einsperren können zum Ernten und so. Jede kriegt ein einzelnes Gehege und wird gefüttert und wird von der Seite mit Glowberries eingeliefert. Ich habe schon ein bisschen was getestet. Wenn ich jetzt hier eine Glowberry reinwerfe, das funktioniert, dann landet die auch in diesem Fütterungsding. Das heißt, die müssen Förderbänder außenrum entlangfahren, die hier alles richtig machen. Ich dachte, ich lasse es vielleicht so ein bisschen im Kreis fahren. Eins außen, eins von innen, aber auch von außen komme ich an die Ecken hier nicht hier ran. Ja, also so viel zur Theorie. Also hier oben stehen die dann drauf, werden geerntet, die Items werden durch die Chutes nach unten gefallen, hier wird die dann gesammelt. Ich kann Wasserstrom machen, der das irgendwie dann einfach mal sammelt und so. Sollte kein Problem sein. Ich mache mir noch ein paar Gedanken, wie ich das große muss. Ich mache jetzt 9 Stellen. Ich habe jetzt 3 von den Turtles schon mal hier. Und wie das verbunden wird, aber das ist so gerade der Prozess. So, Leute, ich habe eine Idee, zusammen auch, genau, der Chat hat es losgetreten, wie wir das machen könnten mit der Fütterung. Ich habe die Förderbänder also mal abgerissen. Es gibt doch eine einfache Methode. Indem wir unseren Precision Mechanism Fabrik nutzen, um die Precision Mechanisms herzustellen und dann Roboterarme herzustellen. Die könnt ihr da noch hoffentlich ganz gut reinlegen. Und dann muss ich mal ganz kurz zur Plattenpresse nach hier vorne, denn wir müssen da ein paar Teile machen. Wir brauchen jetzt ein paar Robo-Arme und dafür brauchen wir diese Brass-Dinger. Sollte direkt alles durch sein. Sehr schön. Ich habe mir die mal oben zur Seite gelegt. Wir brauchen Brass-Casings. Was fehlt denn hier dafür eigentlich, wenn wir da drin sind? Also Holz, das passt aber. Ich will gar nicht so viele. Ich will hier nur so viel, wie ich brauche. Mechanical Arms. Mit den Teilen 9 Stück brauche ich. 10 könnte ich machen. Ich habe alle Ressourcen einfach da, Leute. Ist schon mal nicht schlecht. Und ich brauche ganz dringend neue Raketen. So, ich habe mal alles abgerissen, aber die Teile hingemacht. Und wenn wir jetzt hier so einen Robo-Arm einfach in die Ecke setzen, ne, kann ich jetzt hier nicht... Warte mal ganz kurz. Kann ich nicht hingehen mit so einem Arm, dass der... Wie kann ich den jetzt festlegen, dass der was von A nach B machen soll? Der hat kein Target gekriegt. Das ist ja soweit so gut, aber... Oh ne, kann das sein... Kann das sein, dass der Robo-Arm das nicht als Zielblock erkennt, als Container? Also wenn ich jetzt irgendwie so einem Drawer mal gehe. Kann der? Ne, kann der auch nicht? Kann der Target auf... Ein Funnel wird er als Target anerkennen. Okay, dann ein Funnel wird er anerkennen. Das heißt, ich kann dann einen Funnel dranhängen. Und der Roboterarm, der sammelt einfach alles oder schiebt das in den anliegenden Funnel rein. Das heißt, die Funnel, die müssen doch bleiben. Dann würde ich das so machen, dass hier ein Funnel kommt, da ein Funnel kommt. Da kann ich so einen Robo-Arm nehmen, kann ich sagen, ey yo, der steht jetzt hier und schmeißt alles da rein. Aber nee, das ist nicht so schön. Warte mal ganz kurz. Kann ich einen einzigen Robo-Arm nehmen, der einfach in beide nach rechts und links Futter reinlegt? Ja klar, das müsste doch gehen. Dann könnte ich sogar das nochmal schon wieder umbauen zum... x-ten Mal, wenn er mich fragt. Aber ist ja egal, ich baue das so oft um wie nötig, bis es am Ende halt cool ist. So, machen wir den weg. Und dann kann ich doch hingehen, dem Mechanical Arm 2 Outputs geben. Output 1, Output 2 oder so. Auf dem weißen fährt ein Förderband hier im Kreis rum, innen drin. Einfach nur in klein. Und dann kann hier doch ein
Roboarm stehen, der jetzt nach rechts und nach links einsortiert. Fertig. Und dasselbe könnten wir da auch hier wieder machen. Roboarm nach rechts und links. Das ist jetzt halt, na, was heißt unsymmetrisch oder so, aber da mache ich genau dasselbe. Feeding Throw, Block weg. Brass Funnel, Brass Funnel und dann, ne? Ich habe sogar einen Roboarm zu viel gemacht, aber brauche ich vielleicht noch für andere Dinge. Output, Deposit Item, Deposit Item. Hier kommt der Arm hin. Und dann brauche ich echt nicht mehr viel. Also, hier drüben genau dasselbe. Weil das ist ja sogar symmetrisch, wenn das jetzt halt so in einer Spirale sich im Kreis dreht. Das passt ja auch. Dann kann ich mir Materialien sparen, muss mir viele Brass Funnels aufwenden. Die Feeding Crows, die sind eigentlich egal. Die sind nicht so wahnsinnig teuer jetzt. Aber dann, Quatsch, Brass brauche ich sowieso, aber brauche ich so viele Roboterarme. Den Output dahin festlegen. Und hier drüben machen wir genau dasselbe. Also ich mache das eben mal. Sorgt dafür, dass wir einen Förderband haben, was hier im Kreis fährt. Und dann die Roboterarme sammeln das ein. Und mittig muss ich mal gucken, da stelle ich irgendwo noch irgendwie hier in die Mitte einen hin, der es dann auch reinfüttert oder so. Ja, und dann kommt ein Förderband ringsrum. Das darf dann angetrieben werden, welche Energie herziehen. Die würde ich übrigens von hier, von dieser Seite ziehen. Mache ich hier einen Tunnel rein, ne? Wird Energie angezapft. Oh, schön, Leute, es wird alles funktionieren. Wir sehen uns gleich im nächsten Arbeitsschritt. Hier sind Kängurus. Ach, ah, nee, die sind gezähmt. Was? Der hat ein Schwert und eine Eisenrüstung an. Bro? Einfach eine Känguru-Armee. Die halten die Teile, die halten die Schwerter, wie als wenn es Gewehre wären. Seht ihr das? Die Kängurus halten einfach knallhart die Schwerter, als wären es Gewehre. Ach du Alarm. Heftige Angelegenheit, mit denen will ich mich nicht anlegen. Das ist die Känguru-Gang. So Leute, nächster Schritt. Ich habe hier ein kleines bisschen gebastelt und wir können jetzt schon die Inputs auch festlegen. Input, Output, Output, Output. Da kommt der Arm hin. Natürlich zum Powern müssen wir gleich noch Energie ziehen, ist ja klar. Aber wir machen das so, dass wir von hier hinten jetzt, von der hinteren Seite, einen Weg haben. Hier kommen dann die Glowberries rein. Die fahren in die rein, fahren hier hoch, gehen so ein Drawer rein als Zwischenspeicher und die werden dann nur rausdispensed. Und auf das Förderband gelegt, wenn auf dem Förderband Platz ist. Und die Arme werden von dem Förderband dann in diese Funnel immer die Glowberries reinfüttern. Das Förderband fährt einfach die ganze Zeit im Kreis. Und nur wenn Platz ist, wenn halt was reingelegt wurde, wird auch hier was rausgezogen. Ich habe ihn jetzt zur Seite gesetzt. Da können wir dann wieder Emerald Upgrade und Void Upgrade meinetwegen sogar reinmachen. Das maximal 1000 Stacks halt dann Platz haben, ist ja klar. Dann fährt das hier so im Kreis und gut ist. Die Roboterarme ziehen das hier, ne, packen das hin und dann passt das doch. Sehr schön. Und hier hinten kommt dann die Glowberry-Fabrik. Und ich habe mir überlegt, wir könnten ja eigentlich recht simpel mit Knochenmehl. Einfach Knochenmehl auf eine Glowberry-Pflanze, Knochenmehl drauf, ernten drauf, ernten drauf, ernten. Du kannst ja insane viel holen. Also es hängt jetzt nur am Knochenmehl. Und also erstmal hier kommt dann Knochenmehl rein, plus halt neue Glowberries werden geerntet, fallen dann hier runter, gehen da rein. Und um das Knochenmehl zu erzeugen, dachte ich, ich brauche hier sowieso eine Karottenfarm für die goldenen Karotten. Ich habe ja noch keine Essensfarm, wäre sowieso noch geplant. Und dann könnte ich doch so einfach eine Karottenfarm machen. Und der Überschuss der Karottenfarm, weil ich brauche ja nicht 10.000 Karotten, die kann ich gar nicht wegfressen, würde ich sagen, die überschüssigen Karotten, wenn wir, keine Ahnung, irgendwie die 32 Stacks voll haben, so ein Draw voll, die werden dann einfach kompostiert und für die Glowberry Farm genutzt. Und ne, Karottenfarm muss ich eh machen, Überschuss kompostiert und das wie direkt Futter für die Glowberries hier, ne, oder für die Schildkröten, für die Erze. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Das ist der Plan. Ich hoffe nur, dass wir da genug Möhren halt irgendwie reinkriegen. Ich weiß nicht, wie vielleicht hier hinten ein großes Möhrenfeld oder hier ein Möhrenfeld die ganze Zeit rumfährt oder hier so seitlich ein Möhrenfeld, ne? Hier die Länge, da die Länge. Ich guck mal, ich weiß noch nicht, wo und wie am besten der Input ist. Das sehen wir dann, würde ich sagen. Ja. Da können wir wirklich mal gucken. Aber das wäre der Plan. Dann geht es jetzt erstmal darum, die Energie noch herzuführen. Das habe ich noch nicht gemacht. Und da würde ich einfach hier drüben anzapfen. Ja, das darf jetzt einmal hier durchgehen, unter der Säule durch. Und ich muss hier einfach nur ein Förderband erstmal erwischen. Und wenn ich das eine Förderband hier angeschlossen habe, vielleicht können wir irgendwie hier so rangehen dann von unten oder sowas. Hier müssen wir auch Zahnräder machen, weil die Teile laufen über Zahnräder. Vielleicht Gearboxen unten drunter, wo in der einen ist nach oben geht ein Zahnrad dran ist und das andere geht hier ans Förderband oder so. Ja, das mache ich jetzt auch mal ganz in Ruhe. Das heißt, hier mit den Teilen und dann gucken wir, in welche Drehrichtung hier alles geht und wo noch eine Gearbox rein muss und was weiß ich nicht alles. 1,5 Stunden später. Ja, das Engineering hat weitere Fortschritte erzielt.
Und wie Sie sehen können, wir haben jetzt hier eingesperrte Schildkröten. Drei Stück nebeneinander. Mehr hatte ich jetzt erstmal noch nicht. Die sind drin, die könnten, da ist was fehlt, sie gefüttert werden. Ich habe hier den Wasserkreislauf drunter, die Bahn außenrum, alles integriert, alles fein gemacht, alles sauber gemacht und rumgewerkelt und rumgebauchschnillt. Leute, wir sind so weit, dass wir das einschalten können und testen können. Selbstverständlich, hier oben haben wir die Stäbe, die sind dran, die stechen runter. Ich habe schon einen kleinen Testlauf auch gemacht, um das jetzt zu starten. Brauche ich einmal eine Redstone Torch und wir machen hier ein ganz kurzes Signal drauf. Ja, so nämlich, wieder weg direkt. Dann seht ihr hier hinten, wie zack, 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 da die Schildkröten geerntet werden. Die Ressourcen fallen nach unten ins Wasser, auf das Förderband drauf und hier vorne geht es an die Sammelstation. Wir haben einerseits Kupfer geerntet, wir haben Dings hier und Lapis ist ebenfalls angekommen. Wie gut einfach, sehr, sehr, sehr schön. Ich würde so machen, dass wir oben einfach Lapis reinmachen. Ja. Die Leute haben gesagt, wir sollten noch Compacting Draw besorgen. Das werde ich jetzt gleich noch machen. Ich werde die gleich hier noch umwandeln. Und ich habe das so gemacht, außenrum hier die Sammelstation. Hier an der Seite ist einfach eine Kiste, die saugt einfach alles, was auf dem Fördermann liegt, was hier im Kreis fährt, auf. Und schmeißt das in unser Lagersystem rein. Da kann ich dann mal die Erträge von den Teilen holen. Achso, ich würde das hier alles auf Bodenebene setzen. Lauter Compacting Draw daneben packen von den Sachen, die halt zu compacten sind. Und da sehen wir dann. Dann, ja, geht es jetzt halt nur noch um die Glowberries. Ich glaube, den Anfang werde ich jetzt noch mal ein kleines bisschen händisch oder so machen. Um die zu füttern, müssen wir nämlich ein bisschen Futter von Kuder bringen, und zwar da rein. Ne, und dann seht ihr auch schon, dass... Jo, schmeiß halt gleich einen ganzen Stack rein, du. Also der Roboterarm hier vorne ist ziemlich erpicht. Sag mal, wie viel passt hier? Ah, okay, ich sehe, okay, ja, bis die komplett voll sind. Besten Dank, das hat mir jetzt nicht viel geholfen. Ich bin noch ein bisschen low on Glowberries, die sollten dann sich auf jeden Fall erhöhen. Ich würde gerade mal Folgendes vorschlagen, dass ich mal hier gerade, ne, das, okay, das fährt nach da, in den rein, ne, und dann kann ich nochmal vielleicht hier so, ja, also jetzt sollte bei jeder Schildkröte einmal Futter drin sein, da, da ist wieder Lapis gewachsen, da ist auch Lapis gewachsen und da vorne die, ja, also die haben halt auch einen Cooldown, das ist die Sache, so, die brauchen halt jetzt erstmal eine Weile, um dann, ne, was drauf zu kriegen. Hier geht dann Lapis raus. Was haben wir denn? Wir haben mittlerweile einen Block Lapis Lazuli und drei weitere. Wir haben ein Stack Limit von 128. Das müssen wir nochmal erhöhen. Früher oder später mit Void Upgrade am besten. Wobei das Void Upgrade dauert wahrscheinlich eine Weile. Aber das war's. Leute, that's it. Das ist jetzt die Schildkröten-Ressourcen-Farm. Auf Redstone kann keine Mobs spawnen. Das heißt, das kann ich abbauen. Ich muss auch nicht ausleuchten. Das kann alles mal weg, weg, weg. Kann frei hin. Und ja, jetzt gucken wir doch mal gerade hier vorne. Die beiden unteren Drawer, da packe ich nochmal, die baue ich mal raus. Und da darf... Ist da Kohle drin? Da ist Kohle drin. Dann, die werde ich mal umcraften jetzt gleich. So, den nehme ich gerade auch nochmal mit. Wir brauchen nochmal weitere Compacting Drawer. Ich weiß gerade gar nicht, was die überhaupt alle... was überhaupt hier passiert. Wenn ich jetzt den Compacting Drawer crafte, behalte ich die Ressourcen? Nein, behalte ich nicht. Leute, ich glaube, ich habe doch bestimmt hier und da schon mal irgendwie voll viel Steine verbraten. Einfach nur, weil ich jetzt gerade die Compacting Drawer gecraftet habe oder sowas. Ich habe hier, warte, ich muss mal alle, ich mach mal alle Drawer leer. Das waren die Drawer, die noch oben bei dem Bohrer standen, wo ich immer die Sachen rausgeschmissen habe. Und ich habe da noch Andesit hier und sowas, das nehme ich alles mal mit, das machen wir mal leer. Damit das jetzt hier nicht irgendwie verloren geht oder so. Upsi, ich glaube, da habe ich so ein kleines bisschen, ne, ein paar Sachen gewastet. Hier ist auch noch Content drin, da haben sogar noch Blackstone drin, den können wir ruhig mal vom Nether her. Das darf ich alles mal entleeren. Zwischendurch drüben darf die ganze Zeit weitergehen. Bleibt hier an der Kiste oder am Förderband hängen. Wenn wir so hingehen würden, da, das wird jetzt da liegen. Alle Draw leer machen. Leute merken, niemals Draw im Inventar halten, weil wenn du die verkraftest, dann ist halt der Inhalt weg. Das ist schon mal nicht so geil. Dann habe ich noch einen übrig. Dann habe ich aber alle geleert. Und dann kann ich die jetzt aber zum Crafting nehmen. Ist noch ein bisschen Deep Slate drin. Das brauchen wir immer mal zum Bauen, zum Flächen auffüllen. Was haben wir denn dabei hier oben eigentlich? 7k Erde. Nicht schlecht. Und wieder 6k von dem Zeug. Joa, dann... Oh, stopp, hier vorne. Das alles mal raus. Und dann können wir jetzt hier bei den beiden Compacting Drawer das einmal zusammenfassen. Besten Dank. So, da kommt auch Compacting hin. Compacting hin. Und da kommt jetzt Kohle rein, Kupfer rein, Lobbys rein. Und da ist auch nochmal Kupfer drin. Aber da wird man ganz kurz... Tue ich mal um. Ja, und was halt sonst noch bei rumkommt, ne? Also ich schiele so ein kleines bisschen auf Gold.
dass die Gold haben. Gold ist wichtig und Eisen. Das heißt, ich brauche da schon mindestens noch einen weiteren Compacting Drawer. Gold und Eisen kann auch rauskommen und ansonsten geht's. Das eine oder andere Erz, das kann ich dann umverlegen, kann ich irgendwie auch wieder crushen und manuell was rausnehmen und dann haben wir eine XP-Farm in dem Sinne ebenfalls und so. Das wird, glaube ich, ganz nett. So, also Eisen und noch Gold. Das heißt, einen weiteren Compacting hätte ich gerne. Dankeschön. Das kann dann auch hier. Und jetzt heißt es warten. Die Fabrik, die kann dann jetzt Tag und Nacht durchlaufen. Ein paar mehr Schildkröten wird auch ein bisschen mehr Ergebnis rauskommen. Das ist aktuell noch sehr mau. Aber wir haben eh noch das Glowberry-Problem, was wir lösen müssten mit einer entsprechenden Farm. Ja, Glowberry ist einfach die ganze Zeit nur rangehen, ein bisschen Rechtsklick spammen. Dann wandeln wir das Knochenmehl oder Karotten oder überschüssiges Zeug einfach in Baumehl um und alles wird dann aufgefüllt und der Reihe nach. Und dann geht das alles, hoffe ich. Ja, das ist der Plan. Dann haben wir da saftig was geschafft. Leute, ich bedanke fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, das war interessant. Das war auch mit eins der aufwendigsten Sachen, die ich bisher gemacht habe. Bis in das Garten. Ciao, ciao.